Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Simba, dem Ridgeback. Heute wollte ich mal ein paar Worte verlieren zum Thema Halsband oder Geschirr vielmehr oder zu allem beiden. Und wir haben da echt viel experimentiert, wir haben auch viele Sachen ausprobiert. Also wenn man sich so die Videos anguckt, ich weiß nicht, dann sieht man das vielleicht auch, dass das öfters mal gewechselt hat, wie wir ihn an der Leine befestigt haben. Und dazu wollte ich mal ein paar Worte verlieren, warum er jetzt halt dieses breite Halsband hat und warum wir glauben, dass das eine ganz gute Sache ist mit so einem breiten Halsband. Also prinzipiell ist es ja so, dass man immer wieder hört, dass das Geschirr das Beste ist, ja, was man so haben kann für einen Hund. Und prinzipiell sehe ich das auch so, weil wenn er denn zieht oder wenn er irgendwo hinfällt, man muss ihn rausholen, wie auch immer, dann kann man ihn sehr schonend mit so einem Geschirr halt bewegen, weil das die Last oder den Druck sehr schön auf den Hund verteilt, halt vorwiegend auf die Schultern und auf den Brustbereich. Das ist eigentlich, wie gesagt, eine gute Sache. Aber bei so einem jungen Hund, ja, wie ihm hier, ja, er ist jetzt, ja, nicht mal fünf Monate, er wird nächsten Monat, ist er 5 Monate alt, so ist richtig. Da sind halt die Knochen noch nicht so dicht, ja, sie sind noch relativ weich und porös. Und wenn man da jetzt permanent Druck, vor allen Dingen auf den Schulterbereich, ausübt mit so einem Geschirr, ist es halt für einen Hund ja nicht so gut, also für die Gelenke gerade. Und da ist halt ein breites Halsband, was den Kehlkopfbereich möglichst entlastet. Ja, also unser Halsband, was wir da haben, ich glaube, man hat das eben ganz gut gesehen. Ich versuche nochmal, das ein bisschen einzufangen. Das ist also schön breit, ist auch ein bisschen gefüttert, ja, und das entlastet also den Kehlkopf-Halsbereich ganz gut. Klar, wenn er da natürlich permanent reinrennt wie so ein Ochse, dann ist das natürlich auch nicht gut für den Hund, keine Frage. Aber das ist unsere Intention, warum wir das gewählt haben. Wir hatten auch experimentiert, ich glaube, das Ding heißt Dressurhalsband. Oder manche nennen das, glaube ich, auch Würger. Das hört sich natürlich jetzt alles sehr brutal an und wild, aber das ist im Prinzip eine Schlaufe, die sich zuzieht. Aber man kann die einstellen, also man kann einen Stopp einstellen, dass es sich nicht weiter zuzieht. Also der Hund kann sich damit in dem Sinne nicht würgen. Ja. Allerdings ist es halt ja, ein dickes Seil. Da haben wir auch wieder das Problem, dass es halt so einschneidet. Ja. Gerade so in dem Kehlkopfbereich ist das nicht so gut. Dann hatten wir auch nochmal ein dünnes Halsband, ja, weil wir es einfach gar nicht besser wussten. Und das war nicht breit, das war irgendwie so 2 Zentimeter oder so. Also in anderen Worten, da wurde auch der Kehlkopf nicht entlastet und nichts. Ja, und mit dem Geschirr haben wir auch halt rumexperimentiert, bis wir halt auf den Trichter gekommen sind. Mensch, wir glauben halt nicht, dass wir ihm damit was Gutes tun. Und deswegen sind wir jetzt auf dieses breite Halsband. Ja, ich will jetzt auch gar kein so ein Riesenthema draus machen. Ich wollte es einfach mal erwähnt haben, ja, warum das hin und wieder mal gewechselt hat in den Videos. Und jetzt sind wir halt da hängen geblieben. Und das trägt er jetzt so lange. Nee, Simba. Hey. Na komm. Hier. Ja, hier. Ja, genau. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Wollte jetzt wie gesagt auch kein Riesenthema draus machen, so wie die Knochen sich da verfestigt haben und der also quasi ausgewachsen ist, in dem Sinne geht er auch dann ins Geschirr.